Das Leatherman Super Tool 300. Ja, das ist ja ein Klassiker, eine neue Interpretation des klassischen Leatherman. Viele fragen mich, kannst du nicht alle Leathermans wirklich im Detail vorstellen? Und das mache ich hier. Ich beginne jetzt eine Serie, und zwar alle Tools einzeln vorzustellen. Und ich würde sagen, wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val d'Olabarté. Da hinten, da ist die Wildlandfarm, eines unserer vielen Projekte. Schau dir das an, wenn dich das interessiert. Aber es soll eigentlich um den Leatherman hier gehen. Schau mal her. Dieses Teil ist sicher 42A konform, weil wir ja da immer wieder die Diskussion und die Probleme haben, wie zum Beispiel beim Search, den ich ja mit einer Hand öffnen kann. Das ist hier nicht der Fall, denn das ist einfach ein Kasten. Gut. Dann machst du auf und kommst jetzt hier zu der Zange. Und da ist gleich einmal die erste Verbesserung zum klassischen, zum ersten Super-Tool. Du kannst den Seitenschneider auswechseln. Das ist relativ einfach machbar, das ist überhaupt kein Problem. Das geht einmal wirklich ruckzuck. Und die Zange, die ist auch fetter. Das sieht man auch eindeutig. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt den Search absichtlich mitgenommen, weil die zwei zumindest von der Idee jetzt nicht, ja, weil der ist anders aufgebaut, aber einfach von der Größe und von der Funktionalität sehr ähnlich sind, ja, Search und das Super Tool 300. Also du hast da richtig eine fette Zange, nicht irgendwas Kleines, sondern eine richtige Zange. Und, muss ich auch gleich dazu sagen, der ist relativ leicht für das, was er kann. Denn schau mal her, wenn ich die zwei da jetzt so miteinander vergleiche, also das Search oder das Super Tool 300, der ist, das merkt man, der ist deutlich leichter. Und das macht natürlich auch dann gleich einmal den Unterschied. Gut, das ist das eine. Dann hier hast du auf der Seite, zum Beispiel, ich verwende das zum Hämmern. Ja, geht auch ganz gut. Ich meine, dass es kein Bruchhammer ist, das ist auch ganz klar. Aber es soll so sein. Und dann hast du die Werkzeuge hier innen eingebaut. Und das ist nämlich der Schmäh dabei. Es ist ein Zwei-Handöffner. Klack. Und dann baust du das Ding wieder zusammen. So. Das geht manchmal ein bisschen streng. Und dann hast du hier ein schönes Messer. Und daher auch 42A konform. Es arretiert, weil hier hinten ja eine Fixierung eingebaut ist. Wie kriegst du es dann wieder raus? Ist auch ziemlich einfach. Hier drücken, die Arretierung löst sich und dann kannst du zum Beispiel dieses Messer wieder einfahren. Was haben wir noch? Wir haben jetzt hier eine Feile, die auch recht groß und auch sehr, sehr brauchbar ist. Du hast hier eine Eisensäge mit dabei. Das ist wirklich gut gemacht. Gibt es überhaupt nichts zum Meckern. Hier unterschiedlichste Werkzeuge, zum Beispiel hier ein Schlitz. Breiter, also ich sage jetzt mal schmäler, breiter, hier dann eine Aale, eine Stechaale und hier, das ist irgend so ein, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass dieses runde Ding dafür da ist, dass man ein Lehmjaht durchknallen kann, also so einen Fangriemen, so wie ich es jetzt hier zum Beispiel bei meinem Search gemacht habe. Also das passt einmal alles ganz gut, das ist sehr schön. Was ich auch gleich dazu sagen kann, ist, hier die Stechaale ist wirklich spitz und auch angeschliffen, also nicht einfach nur alibimäßig, sondern auch wirklich brauchbar. Und hier, das ist auch leicht angeschärft. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel ein bisschen was abkratzen willst, abscheren willst, wie man in Österreich sagt, ist das alles machbar. Und natürlich jedes dieser Teile arretiert für sich selbst. Mache ich jetzt aber an der Stelle nicht. Dann hast du das Wellenschliffmesser. Auf das steht der Leatherman ganz einfach. Da ist überall so ein so ein Wellenschliff mit dabei. Ja, warum auch nicht? Und auch der arretiert natürlich nach demselben Prinzip. So, dann beim Einklappen immer auf die Finger aufpassen. Eine Säge. Ich werde sie dann nachher gleich ausprobieren und wir sehen, die ist durchaus aggressiv. Da tut sich schon einiges. Mag ich noch die letzten Werkzeuge herzeigen. Und zwar noch einmal einen Schlitz hier. Da einen Phillips, also einen Kreuzschraubenzieher. Und da einen Flaschen- bzw. einen Dosenöffner. Ja, alles arretiert natürlich. Und bevor ich jetzt dann nachher schnitze und etwas tue und etwas herzeige, hier außen sind noch Lineale angebracht, also Messskala mit dabei. Also alles in allem ein Tool, was so gut wie alles dabei hat, was man draußen brauchen kann. Also beginnen wir ein bisschen mit dem Schnitzen, dann werden wir nach was sägen. Also, schau, diese Einhandöffenmechanismen, wie es eben zum Beispiel bei dem Search jetzt der Fall ist, das ist schon praktisch, du machst einfach auf und wieder zu, das ist schon cool. Aber Hand aufs Herz, wie oft braucht man das wirklich? Also ist es wirklich notwendig, dass ich einen Einhandöffner habe? Musst du für dich selbst entscheiden. Ja? Also ich finde nicht, dass es notwendig ist, aber ist ganz einfach so. Es ist durchaus machbar, damit zu schnitzen. Dass das natürlich kein richtiges Outdoor-Camping-Messer ist, wo ich sage, schnitzt da jetzt einfach durch, das ist ganz klar.
Das ist aber auch nicht die Idee dahinter. Aber du hast mit dieser Klinge alles mit dabei, was notwendig ist. Das hier ist jetzt ein Stück Hasel. Und ja, also ich meine, das beißt auch wirklich rein. Also das ist jetzt nichts, wo du dir Gedanken machen musst. Dass natürlich das Material, ja, dass der Stahl etwas, ich sage das jetzt mal so salopp, etwas billiger aussieht und das wahrscheinlich auch ist jetzt im Vergleich zu einem Search, aber ich gebe da unten den Link, schau dir das ganz einfach an. Die Teile sind halt auch preislich ganz in einer anderen Liga. Wenn du dir das jetzt da genauer anschaust, wirst du sehen, dass das ganz einfach auch jo, ein bisschen anders ausschaut. Ja. Die Verarbeitung vom Search ist noch einmal besser, der kostet aber auch das Dreifache oder ja, das Dreifache. Also das muss da halt auch wert sein, ne? Logischerweise. Was sich schon ergibt, ist aufgrund dieser Bauform die Kontrolllinie beim Schnitzen. Schau mal her, die Klinge geht hier gerade am Griff entlang. Das heißt, wenn ich jetzt schnitze, bin ich genau da, wo ich hin will. So, das ist hier etwas anders mit dem, weil die Kontrolllinie eigentlich da entlang geht, aber die Klinge weiter hinten sitzt. Ist das ein Problem? Nein, es ist kein Problem. Es ist für, wenn du wirklich einen Löffel schnitzen willst oder eine Marienstatue, dann wirst du wahrscheinlich mit dem hier verzweifeln. Aber in Wahrheit auch mit dem, weil dann nicht mal ein richtiges Schnitzmesser. Aber für Kleinigkeiten als EDC, als Everyday Carry, ist es absolut in Ordnung. Und ich meine, das kannst du wirklich sehen lassen. Also das ist einmal auf jeden Fall Daumen nach oben. Na ja gut, dann wollen wir mal ein bisschen was sägen. Und eines kann ich dir auch gleich dazu sagen. Diese Säge, die ist durchaus brauchbar. Es ist nicht irgend so ein kleines Mini-Ding, sondern mit dem kann man auch wirklich vernünftig arbeiten. Wir werden jetzt diesen Haselstecken durcheinander durchsägen. Sozusagen nicht durcheinander durchsägen, aber du weißt schon, was ich meine. Ah, muss ich auf meine alten Tage mich da auch noch hinknien zum Sägen, aber so läuft's. Aber, also hat wirklich Biss. Hier auf unserer Wildlandfarm, ja, da hast du natürlich Schuppen und andere Sachen zu erleben. Und da habe ich dieses kleine Drahtdingsbums gefunden. Und jetzt wollen wir wissen, ob wir durch dieses Drahtdingsbums mit unserem Seitenschneider durchschneiden können, meinte ich natürlich. Es ist noch so früh. Yeah! Super hat das funktioniert. Also, ich meine, also Leatherman oder Swiss Tool, das ist ja immer so die Diskussion und da mache ich auch ein eigenes Video, also lasse da überhaupt ein Abo da jetzt bei mir. Da machen wir mal ein eigenes Video dazu, Swiss Tool oder Leatherman. Aber Leatherman ist gute Qualität. Swiss Tool vielleicht ein bisschen in einem anderen Video, aber du bist auf jeden Fall hier auf einer guten, also die wären nicht so erfolgreich, die Amerikaner, wenn sie auch nicht was Vernünftiges liefern würden. Aber da scheiden sich die Geister. Super, taugt mir total. Ja, aber wir müssen auch ein bisschen was, ja, etwas feilen. Schau mal her, da ist jetzt die dazugehörige Feile. Und da schauen wir jetzt mal, es wäre natürlich besser, wenn die jetzt eingespannt wäre. Aber, schau mal her. Ich weiß nicht, ob die Kamera das schön darstellen kann. Aber ich habe jetzt hier gleich einmal Material runterarbeiten können. Also das ist super. Schau, wenn du in einer Werkstatt bist, was ist die Idee von so einem Multitool? Ich möchte unterwegs ein Tool haben, mit dem ich viele Funktionalitäten ausführen kann und will damit jetzt nicht ein Werkstück machen. Ich will jetzt damit nicht, weiß nicht, ein Haus bauen. Das ist ja nicht die Idee dahinter, sondern mobil trotzdem kleine Arbeiten erfüllen zu können. Und das geht mit dem Teil auf jeden Fall. Ja, ich werde jetzt darauf verzichten, ja, eine Schraube rauszudrehen und das werde ich jetzt alles nicht tun. Von der Funktionalität her, du hast hier ein wirklich vernünftiges Tool, das auch ein bisschen was aushält, also auch zu einem wirklich vernünftigen Preis. Schau das ganz einfach an, ich gebe da unten den Link. Ein letztes Wort noch dazu. Natürlich ist der Search noch einmal eine Stufe besser verarbeitet, kann noch einmal ein bisschen mehr, indem man ja einerseits Einhandöffnenmechanismus hat, da ist eine Schere dabei, die fehlt hier zum Beispiel. Das sind so Kleinigkeiten, die aber auch ihren Preis haben, dass man da die Säge wechseln kann und hier eine Feile. Das sind so Dinge, das ist so. Das Einzige, was mich bei dem ein wenig stört, ist tatsächlich, und das hat halt auch alles seinen Preis, dass man keinen Bithalter hat. Das ist beim Search, du hast einen Bithalter. Das heißt, ich kann hier auswechseln, kann auch andere Bits einsetzen. Das geht hier alles nicht. Aber
das hat halt seinen Preis. Hm? Ist ganz klar. Habe ich aber auch, wenn ich jetzt beim Swiss Tool bin, da ist jetzt zum Beispiel das Swiss Tool, habe ich das zum Beispiel auch nicht. Also das muss uns ganz einfach klar sein. So, und jetzt bist du dran. Hast du das Leatherman Super Tool 300? Was ist deine Meinung dazu? Bist du der Meinung, dass das absolut ausreichend ist? Oder sagst du, das muss irgendwie Search-Richtung sein? Oder bist du ohnehin Victorinox-Fan? Schreib mal bitte unten einen Kommentar, das würde mir irrsinnig interessieren. Ich gebe da unten den Link all zu den Produkten. Und hier jetzt, auch da hinten, schau mal her. Ich bin jetzt da unten ist diese Farm, diese, unsere Wildlandfarm. Wenn dich auch das Thema interessiert, wenn du mal deine Ausrüstung nicht nur daheim haben willst, sondern auch wirklich damit hier im Buschkraftareal arbeiten willst, dann komm auf waldurlaub.at, dann kannst du hier unterwegs sein, ja, und deine Buschkraftabenteuer, ja, mit dem Leatherman oder mit dem Swiss Tool selber erleben. Geh wieder auch unten den Link. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Alles billige Eigenwerbung, so wie immer. Abo dalassen, da geht's direkt in meinen Shop zu den Multitools, die wir haben, aber andere Videos. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.